Zypern. Eine mystische Insel mit jahrtausendealter Kultur. Einzigartige Felsküsten und weiße Sandstrände mit türkisblauem Wasser zeichnen Zypern aus. Hier zu leben und das zu genießen, ist halt einfach ein Traum. Die Zyprioten sind aufgeschlossen und gastfreundlich. Wir begleiten drei Taucher zur Zenobia. Das gesunkene Schiff ist das größte Wrack im ganzen Mittelmeerraum. Aber auch Zyperns Natur ist kaum zu übertreffen. Geheimnisvolle Schluchten bieten so einige Überraschungen. Das ist einfach gut für die Seele und auch gut für den Körper, hier einfach mal wandern zu gehen. Die Hauptstadt Nikosia wurde 1974 in der Mitte geteilt. Für die Einheimischen hat das bis heute Auswirkungen. Die charmante Künstlerin Nicoletta zeigt uns ihre Heimatstadt. Und wir sind beim größten Radrennen der Insel dabei. Über 100 Teilnehmer kommen hier an ihre Grenzen. Zypern, wo die Götter Urlaub machen. Hallo, mein Name ist Frank und irgendwann habe ich festgestellt, dass mein Körper nur mit Sonnenenergie läuft. Ein Leben in Deutschland kann sich Frank nicht mehr vorstellen. Er und seine Hündin Mia haben auf Zypern längst Wurzeln geschlagen. Dafür reichte ein Sommer auf dieser magischen Insel. Nach Zypern zu kommen, war eigentlich gar nicht so der Plan. Ich bin ganz ehrlich, als ich das erste Mal nach hier gekommen bin, musste ich tatsächlich damals noch im Atlas nachschauen, wo liegt Zypern denn eigentlich. Und ich bin nach hier gekommen als Animateur vor guten 20 Jahren und wollte eigentlich nur eine Sommersaison bleiben. Und aus einer Sommersaison sind mittlerweile fast 20 Jahre geworden. Ja, und Animateur bin ich halt auch nicht mehr. Frank kommt ursprünglich aus Hessen. Inzwischen arbeitet er auf Zypern als Hotelmanager. Bei Sonnenuntergang paddelt Frank am liebsten auf dem Meer. Es hat mich alles hier wirklich in den Bann gefasst. Die ganze Insel, die Abwechslung. Es hat halt auch wirklich hier diese schroffen Küsten, wunderschöne weiße Sandstrände, verborgene Höhlen, wo man hingehen kann, wo ich mit meinem Hund ganz toll spazieren gehen kann. Franks Leben ist entspannt. Leistungsdruck und Stress hat er hinter sich gelassen. In der Potamusbucht im Südwesten Zyperns fühlt sich der Aussteiger am wohlsten. Der Hafen von Larnaca. Sonntags geht Frank mit seinem Freund Paris öfter zum Tauchen. Die beiden sind auf dem Weg zu Martin, einem Österreicher mit eigenem Boot. Calimera. Oi, Calimera. Guten Morgen, mein Freund. Mir geht's schön, gut, euch? Sehen. Ja, tipptopp. Schön, dass ihr vorbeikommt auf den Tauchgang. Auch Martin lebt überwiegend auf Zypern. Anfang des Jahres gründete er zusammen mit seinem Kumpel Paris in Larnaca eine Tauchschule. Paris ist schon seit 30 Jahren Tauchlehrer und hier der Captain. Der Zypriote arbeitet gerne für Martin, der sein Geld eigentlich als Unternehmer in der Glücksspielbranche verdient. Das Tauchen ist für den österreichischen Geschäftsmann reines Hobby. Habe angefangen mit dem Tauchen letztes Jahr, habe den Paris kennengelernt und das Geniale war, dass wir dann entschieden haben, eine Tauchschule zu machen hier in Zypern. Bisschen ein anderer Weg, ein bisschen kleiner und feiner. Ja, und das ist hier meine Welt jetzt. Martin und ich, wir kennen uns schon wirklich seit vielen, vielen Jahren. Wir haben uns kennengelernt in Ayia Napa im Nachtleben, das dieses Jahr natürlich schon ein bisschen ruhiger ist, wie es die Jahre davor war. Und irgendwie trifft man sich halt dann doch als Deutschsprachiger. Martins Boot steuert direkt auf die Zenobia zu. Ein riesiges Schiffswrack, das 1980 vor Larnacas Küste unterging. Heute ist die Zenobia eines der beliebtesten Tauchziele im ganzen Mittelmeerraum. Wahnsinn.
Der Zypriote Paris hat bisher über 3000 Tauchgänge zur Zinobia gemacht. 1991 habe ich auf Zypern eine Rettungsstation für Taucher gegründet. Das heißt, ich unterrichte verschiedene Rettungsteams in Paphos, Larnaca und Limassol. Von 1991 bis heute hatte ich allein 600 bis 700 Rettungstauchgänge. Die Zenobia liegt 43 Meter unter dem Meeresspiegel. Nicht nur für die drei Taucherfreunde ist das hier ein echter Spielplatz. Auch viele Fische zieht das riesige Schiffswrack magisch an. Paris taucht seit seinem 8. Lebensjahr zur Zenobia. Er hat ein ganz besonderes Verhältnis zu den Unterwasserbewohnern. Ich habe viele Freunde hier unten. Wenn ich komme, dann füttere ich die Fische. Und ich habe das Gefühl, sie sind wirklich meine Freunde. Jedes Mal, wenn ich hier bin, folgen sie mir. Und sie kratzen und beißen mich nie oder tun mir sonst irgendetwas. Die Zenobia gilt heute als eines der Top 10 Wracks weltweit. Mit einer Länge von 172 und einer Breite von 23 Metern ist die Zenobia das größte betauchbare Wrack im Mittelmeer. Die schwedische Fähre war im Juni 1980, beladen mit mehr als 100 LKWs, auf dem Weg nach Syrien. Wegen eines Defekts kam das Schiff in Schieflage und sank. ...1994 war Paris im Rettungseinsatz wegen 7 englischer Taucher. Sie verirrten sich im Labyrinth des riesigen Schiffes und kamen nicht mehr heraus. Paris war zu dieser Zeit schon bekannt als erfahrener Rettungstaucher. Die saßen fest, weil sie sehr schlechte Sicht hatten. Die Polizei rief mich 2 Stunden später an und ich tauchte hier runter. Ich fand alle lebend vor. Nur einer war tot. 6 Engländer brachte Paris lebend an die Wasseroberfläche. Doch der Rettungseinsatz hatte fatale Auswirkungen. Dass er heute überhaupt noch taucht, grenzt an ein Wunder. Natürlich bekam ich gesundheitliche Probleme. Ich war zu lange unter Wasser und habe zu viel Stickstoff eingeatmet. Seitdem hatte ich Schwierigkeiten. Paris bekam über Stunden hinweg zu wenig Sauerstoff. Das hatte schwerwiegende Folgen. Paris konnte halt 2 Jahre lang nicht laufen, war in den Rollstuhl sogar gefesselt, hat dann wieder laufen gelernt und am Ende auch wieder den Mut und die Leidenschaft des Tauchens halt gefunden. Und das ist echt eine ganz erstaunliche Geschichte. So erstaunlich, dass Paris von der Queen persönlich nach England eingeladen und zum Sir geschlagen wurde. Inzwischen genießt er das Leben wieder in vollen Zügen. Keiner berührt mein Barbecue, das ist meine Sache. Ich mache es nämlich so, wie es mir mein Großvater beigebracht hat. Okay, Leute, Essen ist fertig. Let's go! Ja, Paris, super. Barbecue à la Paris, ich liebe es. Ah, thank you very much, I've got a store. Wow, Patates. Salat. Pizza bread. Die drei Tauchfreunde wissen das Leben zu genießen. So wie die Fische hier. Trotz Corona lassen sie sich ihren Spaß nicht nehmen. Also gerade so ein Tag wie heute hier auf dem Boot zusammen mit Paris und Martin ist einfach das, was es immer wieder ausmacht, zu sagen, ja, es war richtig, dass man ausgewandert ist und hier zu leben und das zu genießen, ist halt einfach ein Traum.
Die Sea Bliss steuert heute noch einige Hotspots auf Zypern an. Aber auch die sogenannte Akamas-Halbinsel gehört zu den Geheimtipps Zyperns. Und wird auch der Wilde Westen genannt. Hallo, ich bin der Manuel und Zypern hält immer neue Überraschungen für mich bereit. Die Akamas-Halbinsel ist heute Naturschutzgebiet. Bis zum Jahr 2000 wurde sie vom britischen Militär für Truppenübungen genutzt. Manuel und seine Schwester Alisa wuchsen hier in der Nähe der Stadt Polis auf. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Zypriot und ich bin in Deutschland geboren. Mit 6 bin ich dann aber mit meinen Eltern und meiner Schwester nach Zypern gekommen und bin hier zur Schule gegangen. Manuel hat sein Hobby zum Beruf gemacht und kundet kleine Wanderwege aus, die er später interessierten Individualtouristen zeigt. Das Besondere an Zypern ist, dass es wahnsinnig vielfältig ist, ob es jetzt die Kultur, die Geschichte oder die Natur ist. Man findet immer neue Wege und deswegen bin ich auch immer unterwegs. Heute möchte Manuel seiner Schwester Alisa einen neuen Pfad zeigen, den er erst gestern entdeckt hat. Alisa arbeitet als Fotografin und verkauft ihre Landschaftsbilder an verschiedene Magazine. Diesen Weg möchte ich heute hier anschauen. Es ist ein sehr schöner Ziegenpfad durch den Busch. Mhm. Und dann kommen wir hier aus und dann geht's hier lang. Die Region Akamas ist bis heute vom Massentourismus verschont geblieben. Ein Eldorado für Naturliebhaber. Schon in der Antike galt Zypern als die fruchtbarste unter den Mittelmeerinseln. Das Tolle an der Natur ist, dass sie dynamisch ist. Das heißt, sie verändert sich jedes Jahr. Von Jahreszeit zu Jahreszeit entdeckt man und erlebt man andere Sachen und bin immer dabei, neue Wege zu entdecken. Auf digitale Art und Weise, gucke mir Karten an, schaue mir Satellitenbilder an oder steigt die Drohne, aber auch analog einfach den Ziegen hinterher, weil das macht am meisten Spaß. Die wissen, wo es lang geht und wo es schön ist. Immer wieder gibt es hier spannende Motive. Das Ziel der beiden Geschwister ist die beeindruckende Abakas-Schlucht, die sich 3 Kilometer ins Landesinnere zieht. Hier muss man über glitschige Steine steigen und viel klettern. Vor allem wird es eng. Ich kann mich erinnern, dass ich schon sehr früh hier war. Also als kleiner Junge haben mich meine Eltern schon hier reingebracht. Also Ende der 80er Jahre, da habe ich noch Fotos im Album. Und es erfreut mich immer wieder, da reinzuschauen und das mit heute zu vergleichen, weil wie toll einfach die Natur ist. Der kleine Fluss Avgas bahnt sich hier seinen Weg zum Meer. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann hier bin. Es ist ruhig, es ist harmonisch und das ist einfach gut für die Seele und auch gut für den Körper, hier einfach mal wandern zu gehen. Manuel und Alisa machen noch einen Abstecher zur Lara-Bucht. Nicht weit von der Avakas-Schlucht entfernt. Hier schlüpfen Anfang Oktober hunderte Babyschildkröten aus ihren Nestern. Andreas arbeitet hier seit 40 Jahren als Tierschützer. Diese Schildkrötenstation wurde schon in den 70er Jahren gegründet. Manuel ist gut mit Andreas befreundet. Ja, Andrea. Segala. Ja, ist die Saison nicht schon vorbei? Ja, fast. Das sind also die letzten Nester. Ja, gestern sind hier wohl schon alle ausgeschlüpft. Aber ich schaue, ob Schildkröten zurückgeblieben sind. Nee. Ich möchte für meine Statistik auch sehen, wie viele Eier insgesamt gelegt wurden. Zwischen Juli und August legen die Schildkröten in 1 Meter Tiefe ihre Eier.
8 Wochen später schlüpfen ihre Babys aus. Doch hier ist nichts mehr zu holen. Wir hatten die Hoffnung, dass wir vielleicht noch mal ein paar Babyschildkröten sehen in diesem Jahr. Aber alle sind geschlüpft und Richtung Meer. Andreas hat gerade gesagt, es waren 119 Schildkrötenbabys, die Richtung Meer gegangen sind hier. Ja, es wäre schön, könnten wir noch ein paar Fotos von den Schildkröten machen. Aber es ist natürlich super für die Schildkröten, dass sie den Weg gefunden haben. Für die Babyschildkröten bedeutet es einen enormen Kraftakt, sich aus dem Nest zu befreien. Diese Schildkröte hat es nicht geschafft, aus ihrem Ei zu schlüpfen. Normalerweise sieht das Prozedere so aus. Nach dem Ausschlüpfen bahnen sich die Babyschildkröten ihren Weg zum Meer. Doch nur wenige schaffen es zu überleben. Überall lauern Gefahren. Nicht nur Raubvögel und Raubfische, sondern vor allem Menschen sind die Feinde dieser kleinen Tiere. Die Schildkröte ist natürlich nicht die schnellste unterwegs in der Tierwelt. Und eine Schildkröte ist ein Reptil, das muss atmen, also kommt hoch an die Oberfläche. Und da fahren wir mit Jetskis, mit Speedboats entlang. Und wenn wir einmal die Schildkröte erwischen, dann ist das meist auch das Ende für die Schildkröte. Wasserschildkröten werden erst mit 30 Jahren geschlechtsreif. Dann kommen sie an den Platz zurück, wo sie einst ausgeschlüpft sind, um ihre eigenen Eier zu legen. Doch viele Strände sind dann verbaut, sodass die Schildkröten keine Chance mehr haben, Nachwuchs zu hinterlassen. Es wird natürlich auch für die Schildkröten jedes Jahr schwieriger. Wir hoffen, dass das Naturschutzgebiet weiter Naturschutzgebiet bleibt, sodass die Schildkröten halt auch immer zurückkommen können und dann auch ungestört hier natürlich ihre Babys bekommen. Dass die Akamas-Halbinsel auch in Zukunft noch so unberührt bleibt, wie sie jetzt ist, kann man nur hoffen. Nikosia ist die Hauptstadt von Zypern. Sie entstand schon 4000 Jahre vor Christus. Auch die Araber und Venezianer hinterließen hier Spuren. Heute ist die Altstadt von Nikosia geprägt von vielen Künstlern und Handwerksbetrieben. Es herrscht ein reges kulturelles Leben. Und mittendrin wohnt eine ganz besondere Frau. Γεια σας, είμαι η Νικολέτα και λένε ότι έχω μαγικά χέρια για τα όμορφα πράγματα στη ζωή. Im Herzen von Nikosia hat Nicoletta ihr Studio. Die zypriotische Künstlerin malt mit Leidenschaft. Und zwar am liebsten emotionale Porträts. Diese haben immer etwas mit ihrer eigenen Gefühlslage oder ihrem persönlichen Leben zu tun. Auf Zypern ist die individuelle Künstlerin schon lange als Malerin gefragt. Ich habe meine Liebe zur Malerei als Teenager auf dem Gymnasium entdeckt. Ich war damals in einer Ausstellung von einem bekannten zypriotischen Maler und war beeindruckt, wie er seine Gefühle in den Bildern ausdrücken konnte. Er transformierte selbst hässliche Dinge in etwas Gefühlvolles, so dass es schön wurde. Seitdem wollte ich das auch tun, und zwar hauptberuflich. Nicoletta kennt in ihrem Viertel fast jeden. Die griechische Zypriotin ist in Nikosia aufgewachsen. 1974 wurde die Stadt in der Mitte geteilt, in einen griechischen und einen türkischen Sektor. Viele Häuser standen im Grenzbereich jahrelang leer und sind heute verfallen. Auch Nicoletta wohnt direkt an der Grenze zur Türkei und hat die Entwicklung der Stadt hautnah miterlebt. Viele Menschen zogen aus der Altstadt weg. Heute ist die Altstadt wieder ein beliebtes Viertel von Nikosia, trotz Grenzgebiet. Viele Künstler sind zurückgekommen. Es gibt hier inzwischen viele kulturelle Veranstaltungen, aber auch coole Bars und Restaurants. Das zieht viele junge Leute an. Ich lebe aber schon immer hier. Die Grenze in Nikosia zieht sich mitten durch die Stadt.
Menschen, die Jahrhunderte friedlich nebeneinander wohnten, wurden von heute auf morgen getrennt. Die türkischen Zyprioten zogen in den türkischen Sektor, während die meisten griechischen Inselbewohner auf die griechische Seite flüchteten. Nur wenige blieben zurück, weil sie ihr Zuhause nicht aufgeben wollten. Als ich klein war, hatte ich Angst, hier in die Nähe der Grenze zu kommen. Es herrschte eine aggressive Stimmung. Wir wussten, dass da drüben auch viele griechische Familien geblieben sind, die nur über das Radio die Möglichkeit hatten, mit ihren Verwandten zu kommunizieren, um zu sagen, dass es ihnen gut ging. Sonst war kein Kontakt möglich. Inzwischen hat sich die Lage entspannt. Bis letztes Jahr konnte man sogar noch mit einem Pass auf die türkische Seite. Doch seit Corona wurde die Grenze komplett dicht gemacht. Nicoletta besucht eine Freundin in der Altstadt. Hallo. Ja, auch Kyriaki ist Künstlerin. Nicoletta kommt öfter zu ihr, um sich ein neues Schmuckstück zu kaufen. Oder einfach nur Zeit mit ihrer Freundin zu verbringen. Ihr Laden liegt direkt am Phaneromeni-Platz, ein Hotspot für die Einheimischen. Ich liebe dieses Viertel in der Altstadt. Es ist ein Platz, wo ich meine Freunde treffe, die so denken wie ich. Viele Künstler und alternative Leute, die Musik spielen. Die Menschen hier sind einfach ein bisschen anders und verrückter als anderswo. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie versucht die Kunstszene aus Nikosia weiterhin im regen Kontakt zu bleiben. Limassol ist nach Nikosia die zweitgrößte Stadt Zyperns und liegt an der Südküste der Insel. Einmal im Jahr findet hier eine Großveranstaltung statt, die nur einer wirklich im Griff hat. Das heißt, ich bin Michalis. Heute ist es wieder soweit. Das spektakulärste Radrennen auf Zypern. Startpunkt ist die Großstadt Limassol. Jeder kann teilnehmen. Aus ganz Europa sind die Teilnehmer angereist. Auch ältere Radfahrer wollen sich noch mal messen. Michalis ist in den letzten Zügen. Der Zypriot ist hier der Chef und hat alle Hände voll zu tun. Wir organisieren das seit 5 Jahren. Dieses Mal haben wir eine taffe Strecke ausgesucht, 96 Kilometer lang. Das ist ein echt hohes Level. Auch der 22-jährige Alex nimmt am Rennen teil. Er gilt als Favorit. Der Technikstudent aus Limassol war letztes Jahr auf Platz 2. Es ist dieses Mal sehr anspruchsvoll. 12 Kilometer geht es bergauf, bis auf eine Höhe von 1500 Meter. Die Konkurrenz in meiner Altersgruppe ist groß. Es sind viele Gute dabei und das wird nicht leicht für mich. Und jetzt geht es los. Das göttliche Aphrodite-Apollo-Rennen. Der Name entstand, weil die Route durch Orte führt, an denen Mythologie geschrieben wurde. Janice ist extra aus England angereist. Sie ist hier eine der ältesten Teilnehmerinnen. Auch der Rentner Chris aus London gibt noch alles, was er hat. Bei 36 Grad Hitze ist das Ganze eine große Herausforderung. In diesem Bergdorf stehen freiwillige Helfer unterstützend zur Seite. Es ist sehr hart. Ich glaube, ich bin hier der Älteste. Ich bin 68 Jahre alt. Ich dachte, es sei viel einfacher. Die 66-jährige Janice gibt dagegen Vollgas. Den Namen Apollo-Aphrodite-Rennen hat sich Organisator Michalis mit gutem Grund ausgedacht. Die Idee war, den Sport mit der Geschichte Zyperns zu verbinden. Die Liebesgöttin Aphrodite ist der Sage nach in Paphos geboren. Und Apollo, der Gott der Wälder, wurde in der Region von Limassol sehr verehrt.
Er hat hier in der Nähe seine Heiligenstätte. Wir fahren also die Wege von den Göttern Aphrodite und Apollo ab. Außerdem befindet sich hier am Ziel das berühmte Amphitheater von Kurion. Auf der Insel gibt es viele archäologische Stätten, die mit den Göttern des Olymp verbunden sind. Unser Wettkampf hat also etwas Göttliches. Die Route zieht sich 96 Kilometer lang quer über die Insel. Während sich die meisten Radfahrer noch auf halber Strecke befinden, ist Alex mit der Nummer 1 nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Und jetzt gibt er Gas. Und er hat es als Erster geschafft. Die genauen Zeiten werden pro Altersklasse exakt notiert. 2 Stunden später erreicht der Engländer Chris das Ziel. Mit seinen 68 Jahren ist er fix und fertig. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich glaube, ich bin zu schnell gestartet und dann hatte ich keine Kraft mehr. Aber ich freue mich, hier dabei gewesen zu sein. Ich könnte jetzt ein eiskaltes Bier gebrauchen. Das wäre schön, aber ich glaube, die haben keins. Und auch die 66-jährige Janice hat das Rennen gemacht. In ihrer Altersgruppe hat die Engländerin sogar ganz gut abgeschnitten. Je älter du wirst, desto wichtiger ist es, dass du dich fit hältst. Wenn du eine schlimme Krankheit bekommst, dann nur, weil du dich nicht fit gehalten hast. Aber ich bin fit und ich nehme jede Herausforderung an. Solange meine Lungen noch mitspielen. Und es ist gut für die Figur. So kann ich mehr Kuchen essen. Vier Stunden später findet in Limassol die Siegerehrung statt. Am Pokalen mangelt es nicht. Die Gewinner jeder Altersgruppe bekommen einen Preis. Trotz Corona füllt sich der Platz für die große Feier. Zuerst werden die älteren Sieger gefeiert. Doch dann kommt der Hauptgewinner Alex dran. Er kann sein Glück kaum fassen. Ich habe seit Wochen jeden Tag für dieses Rennen trainiert. Es war ein harter Wettkampf und ich bin froh, Erster geworden zu sein. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich freue mich auch schon auf das nächste Rennen, nächstes Jahr. Auch für Michalis war das ein perfekter Tag. Das Rennen hat ohne Zwischenfälle prima funktioniert. Klar war es anstrengend, das alles zu organisieren, aber es hat sich gelohnt. Ohne die vielen freiwilligen Helfer hätten wir das nicht geschafft. Und jetzt wird gefeiert. Im nächsten Jahr plant Michalis eine noch anspruchsvollere Route für das traditionelle Radrennen auf Zypern. Einer Legende nach ist dieser Felsen der Geburtsort der Liebesgöttin Aphrodite. An diesem Strand bei Paphos soll sie aus dem Meer gestiegen sein. Zypern hat eine jahrtausendealte Geschichte hinter sich. Vor über 2000 Jahren besetzten die Römer die Insel und das hatte Folgen. An der Küste von Paphos entdeckte ein Bauer in den 60er Jahren beim Pflügen ein paar Mosaiksteine. Zum Vorschein kam eine ganze Stadt, die im 4. Jahrhundert vor Christi entstand. Als Fotografin macht Alisa immer wieder Gebrauch von den vielen Ausgrabungsstätten. Die 30-Jährige hat sogar Archäologie studiert. Heute zeigt sie ihrem Bruder Manuel die antike Stadt. Dieses Mosaik würde ich gerne mal fotografieren. Das ist einer meiner Lieblingsmosaiken, die Theseus-Mosaik. Das ist noch sehr gut erhalten. Siehst du den Theseus in der Mitte? Ja. Das ist das Bad einer Villa. Man kann schön sehen, noch die Sitzplätze. Man saß da schön drin mit einem Handtuch. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie in einem
Hammam zum Beispiel. Und das hat einen Mosaikfußboden mit einer mythologischen Darstellung. Also man muss sich vorstellen, dass das Mosaik unter Wasser stand. 1980 wurden die Ruinen des antiken Paphos von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die einst römische Stadt ist noch längst nicht ausgegraben. Vermutlich erstreckte sich das antike Paphos kilometerweit bis zum Meer. Eine Großstadt mit perfekter Infrastruktur. Wenn ich das mit heute vergleiche, ist es tatsächlich so, Paphos und Großstadt Paphos-Umgebung hat erst seit 10 Jahren eine Kanalisation, die immer noch nicht richtig funktioniert. Und hier funktionierte sie wirklich schon vor Christi. Und noch immer sind hier Ausgrabungen im Gange. An dieser Stelle wurde ein Stück Mauer gefunden. Professorin Evdoxia Papucci-Vladika ist hier für die Ausgrabungsarbeiten verantwortlich. Alisa hat bei ihr ein Praktikum gemacht. Kalimera. Kalimera, sas kalimera. Kalos ήρθατε. Ευχαριστούμε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, κυρία Ευδοξία? Χαίρομαι πάρα πολύ. Was macht ihr hier genau? In den vergangenen Jahren haben wir ja schon da drüben einiges ausgegraben. Aber der Marktplatz, die Agora, scheint viel größer gewesen zu sein, mit 3 riesigen Hallen. 1, 2 und 3. Wir suchen nach den wirklichen Ausmaßen der Agora, dem alten Marktplatz der Stadt. Wir haben hier noch einen Teil der Mauer gefunden. Das heißt, der Marktplatz muss mehr als doppelt so groß gewesen sein, als wir angenommen haben. Wahrscheinlich insgesamt 2,5 Hektar mit großen umlaufenden Hallen. Hier herrschte früher ein reges Treiben. Unser Ziel ist es, herauszufinden, wie sich die Agora entwickelt hat und wo ihre Anfänge lagen. Auf dem antiken Marktplatz der Hafenstadt Paphos wurde vor über 2000 Jahren schon internationaler Handel betrieben. Das heutige Paphos entstand nicht direkt an der Küste, sondern ein paar Kilometer landeinwärts. 2017 wurde Paphos zur europäischen Kulturhauptstadt gekürt. Seitdem hat man die Altstadt komplett renoviert. Manuel und Alisa gehen am liebsten in diesem typisch zypriotischen Restaurant zum Mittagessen. Der Einfluss des Nahen Ostens auf die Mittelmeerinsel ist bei den Speisen besonders zu spüren. Das zyprische traditionelle Essen ist ein Mezze, wo man viele kleine Gerichte bestellt und man geht einmal quer durch die ganze zyprische Küche und man bekommt immer so kleine Speisen. In der Regel schafft man einen Mezze nie auf. Der beinhaltet zwischen 15 und 20 Tellern. Also man ist am Ende satt. Und auf Zypern gilt nämlich das Sprichwort, der Zypriot isst nicht um zu leben, er lebt um zu essen. Das traditionelle Mezze findet bei den Zyprioten normalerweise im großen Familienkreis statt. Die Hafenstadt Larnaka liegt an der Südküste Zyperns. Das alte türkische Viertel Skala vermittelt einen Eindruck von Zyperns Vergangenheit. Doch Larnaka hat auch noch etwas anderes zu bieten. 2 coole Mädels, die für ihre eigene Mission unterwegs sind. Hallo, ich bin die Kati. Ich bin die Luise. Und zusammen sind wir die Cops für besondere Notfälle. Zypern wird auch die Insel der Katzen genannt. Und das nicht ohne Grund. In den 70er Jahren hat man die Katzen auf die Insel gebracht, um die Schlangenplage zu beseitigen. Doch inzwischen sind es die Katzen, die hier überhand nehmen. Kati und Luise leben schon seit einigen Jahren auf Zypern. Sie nennen sich Corpse Cats und wollen das Katzenproblem auf der Insel lösen. Täglich suchen sie verwahrloste Vierbeiner. Es werden ja immer mehr, wenn wir nichts machen. Und die Kitten, die sind auch krank, die haben Katzenschnupfen. Also müssen wir noch mal mit Fallen wiederkommen und boxen. Ja.
Die Katzen gehören einfach zum Straßenbild von Larnaca oder auch generell von Zypern dazu. Es werden immer mehr. Die Katzen vermehren sich einfach unkontrolliert. Es herrschen wirklich elendige Zustände, wie die aufwachsen müssen, wie die groß werden, wenn sie es überhaupt schaffen. Die Cops Cats sind jeden Tag im Einsatz. Heute fahren Kathi und Luise zu einem speziellen Ort vor den Toren Larnacas. Hier lebt Starfula, die jeden Tag bis zu 200 Katzen aus der ganzen Umgebung füttert. Und jeden Monat werden es mehr. Was ist eigentlich mit der Kastration der Katzen hier? Es werden immer mehr und wir müssen dem Problem mal ein Ende setzen. Ich denke, dass die Regierung dafür zahlen sollte. Starfula kann für keine einzige Kastration aufkommen. Man sieht, dass Starfula sichtlich überfordert ist mit der Situation hier. Es werden immer mehr und mehr Katzen. Die Leute setzen die Katzen hier einfach aus, weil sie wissen, es gibt ja jemanden, der sich kümmert. Aber gerade die medizinische Versorgung kann sie nicht gewährleisten mit ihrer Rente. Und wir versuchen, mit Starfula zusammenzuarbeiten, was die Kastration angeht, weil hier dringend kastriert werden muss. Sonst haben wir nächstes Jahr die doppelte, wenn nicht die dreifache Menge an Katzen hier. Die süßen Vierbeiner könnten also für ganz Zypern zu einem ernsthaften Problem werden. Es ist ein Fass ohne Boden. Überall gibt es das Katzenelend. Und die Hilfe soll auch eher von oben kommen, von der Regierung, von den Autoritäten, vom Staat. Aber wir werden keinerlei unterstützt. Und deswegen artet die Situation natürlich auch so aus. Die Kastrationen werden nicht finanziert. Wir müssen selber dafür sorgen, dass Spenden reinkommen. Und ja, es ist halt überall leider so. Der Verein Cops Cats finanziert sich von deutschen Spenden. Über Social Media machen Kathi und Luise auf das Katzenproblem der Insel aufmerksam. Hier am Stadtrand von Larnaca haben sie ihre Base. Sämtliche Straßenkatzen bekommen hier täglich ein köstliches Menü. Futterzeit, kommt! Unterstellen, kannst du das gerade übernehmen? Dankeschön. Hier muss es schnell gehen bei uns. Jeder bekommt was. Die Mädels machen diesen Job ehrenamtlich. Wenn man schon mit dem Auto ankommt, kommen sie schon angerannt, miauen, begrüßen einen. Und dann geht natürlich auch das Herz auf, wenn wir sie, also die Liebe und Dankbarkeit auch von ihnen spüren. Plötzlich hören Kathi und Luise miauen. Es kommt von unten. Magst du mal kurz hier schauen? Ich heb's hoch. Und, ist es da? Oh ja, er versteckt sich ja vorsichtig. Okay. Hallo, mein Mäuschen. Oh, sehr, sehr scheu. Hallo, mein Mäuschen. Man sieht, dass es das Bein nachzieht, das linke. Es wurde scheinbar ausgesetzt, weil wir kennen es nicht. Es hat auch ganz schlimm Angst gehabt und hat sich versteckt unter dem Katzenhaus. Das ist halt immer das Problem, wenn Katzen ausgesetzt werden, besonders junge, und in eine bestehende Kolonie kommen. Die können sich kaum durchsetzen und die haben geringe Überlebenschancen. Deswegen nehmen wir es jetzt mit, lassen es durchchecken. Weil es kann auf gar keinen Fall hier bleiben. Die beiden fahren in ihre Katzenklinik nach Larnaca. Auch diese Einrichtung wird überwiegend von deutschen Spendengeldern finanziert. Hallo. Hallo. Der kleine Kater scheint sich die Hüfte gebrochen zu haben. Die Tierärztin stellt aber sonst nichts weiter fest. Wie alt ist er? So ungefähr 3 Monate. Der verletzte Straßenkater wird heute noch geröntgt und morgen operiert. Er hatte großes Glück. Im Erdgeschoss befindet sich die Auffangstation von sämtlichen Straßenkatzen, die nach Deutschland vermittelt werden. Vor allem über Instagram und Facebook finden Kathi und Luise immer wieder Leute aus Deutschland, die ein Kätzchen aus Zypern adoptieren wollen.
Wir haben es uns eben zur Aufgabe gemacht, den Katzen hier zu helfen, die aufzupäppeln, medizinisch zu versorgen. Wir haben auch oft blinde Katzen hier, Katzen mit drei Beinen. Und wenn die dann eben gesund sind, flugfertig sind, dann können die in ihr neues Zuhause nach Deutschland. Mario wurde völlig verwahrlost hinter einer Mülltonne gefunden. Auch für diesen Kater beginnt ab morgen ein neues Leben. Mario hat ein tolles Zuhause in Deutschland gefunden. Heute Abend fliegt er. Wir müssen natürlich auch achten, dass die Impfungen up-to-date sind. Die Tollwutimpfung muss älter als 21 Tage alt sein zum Beispiel. Mikrochip muss er haben. Er ist kastriert, negativ auch für FELV getestet, mehrfach entwurmt. Also er ist good to go. Komm. Ja. Luise und Kati dagegen werden hier noch gebraucht. Zypern. Eine vielseitige Insel mit ganz eigenem Charme.